Der heutige Vortrag trägt den Titel Was ist eigentlich Erleuchtung? Und ich habe den bewusst gewählt, weil das ziemlich schwierig ist zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann, aber ich möchte einen Versuch machen, uns das etwas näher zu bringen. Und vielleicht fange ich mit einem Zitat von Buddha Shakyamuni an, in dem zur Sprache kommt, wie viele verschiedene Ausdrücke der Buddha für dieses Erwachen benutzt hat. Hören Sie einmal zu. Der Buddha sprach Nirvana, das bedeutet Frieden auf Deutsch, ist das Reich, in dem es keine Elemente gibt. Damit sind die normale Form der Sinneswahrnehmung und dergleichen gemeint. Es gibt auch keinen Raum und kein Erfahren. Nicht irgendetwas ist dort zu finden, weder Wahrnehmung noch keine Wahrnehmung. Dort besteht weder diese noch eine jenseitige Welt und auch kein Universum. Es gibt dort kein Kommen, Gehen oder Niederlassen, das heißt Verweilen, kein Vergehen und keine Wiederkehr. Nirvana ist frei von allen Bedingungen, frei von jeder Fortsetzung. Es ist völlig unabhängig, es ist das Ende allen Leidens. Es ist das Ungeborene und Ungeschaffene, das Nichtgewordene und Nichtzusammengesetzte. Wenn es das nicht gäbe, dann wäre ein Entkommen aus dem Geborenen und Geschaffenen nicht möglich. In verschiedenen Reden bezeichnet der Buddha das Ziel des Weges auch als das Nichtgestaltete, das Ungeborene, das Nichtgetriebene, die Wahrheit, das Transzendente, das Unbedingte, das Subtile, das schwer zu Sehende, das Unvergängliche und Bleibende, das Unsichtbare, das Nichtgetrennte, das Stille, das Todlose, das Erhabene, das wahre Glück, der wahre Frieden, das Erlöschen des Durstes, das Erstaunliche, das Außerordentliche, die Freiheit von Not und Leid, die Wunschlosigkeit, das Nichtbedrängte, das Gierlose, das Reine, die Befreiung, das Nichtanhaften, die sichere Insel, den Schutz, die Zuflucht, das andere Ufer. Das war auf den Seiten 367 und 368 aus dem Buch So spricht Buddha von Paul-Heinz Köppler, Zitate aus dem Pali-Kanon. Und damit sind wir eigentlich mittendrin, denn die Fülle der Bezeichnungen lässt erahnen, dass es dem Buddha um etwas eigentlich nicht Beschreibbares ging. Und das ist sehr wesentlich. Es ist sehr wesentlich, dass wir uns das merken, dass es um den Bereich geht, um einen Erfahrungsbereich, der jenseits unserer normalen, dualistisch geprägten Sprache liegt. Wenn der Buddha gesprochen hat, hat er versucht hinzuweisen auf dieses Erwachen mit diesen verschiedenen Worten. Und in der buddhistischen Tradition wird das verglichen mit dem Fingerzeig auf den Mond. Fingerzeig der alten Dame heißt es noch dazu. Wie eine alte Frau, die schon viele Male den Mond gesehen hat und zum Kind sagt, schau, da oben ist der Mond. Das Kind oder wir als Schüler dürfen nicht nur einfach auf den Finger und die Hand schauen, wir müssen dem Finger folgen und dorthin schauen, in der Verlängerung dessen, was der Finger halt zeigen kann. Und dann erst sehen wir den Mond. Und dieses Beispiel wird oft benutzt, um darüber zu sprechen, dass die Worte
das, was wir das Erwachen oder die Erleuchtung nennen, nicht fassen können, dass sie nur Fingerzeige sind oder einfach halt Symbole, Konzepte, Begriffe, mit denen man etwas versucht, annähernd zu beschreiben. Jetzt mal gleich zu dem wichtigsten Begriff, der so die Runde macht, das ist der Begriff Erleuchtung, den ich auch in den Titel reingesetzt habe. Eigentlich kommt er gar nie vor in Buddhas Lehren. Er war in der ganzen Liste nicht dabei, das haben Sie vielleicht gemerkt. Der Buddha spricht vom Erwachen. Erleuchtung, das muss was mit der Illumination aus dem lateinischen Sprachgebrauch, aus dem christlichen Sprachgebrauch zu tun haben und war wohl das der naheliegendste Begriff, um Bodhi, diesen Sanskrit-Ausdruck, ins Deutsche zu holen, also als Erleuchtung, für Englisch Enlightenment. Und interessanterweise auf Französisch heißt Éveil, heißt Erwachen. Das heißt, hat nichts mit Licht zu tun. Und der Buddha meinte genau das. Es ist ein Aufwachen. Es geht um ein Aufwachen aus dem Schlaf der Unwissenheit. Also das Wort Bodhi ist das Wort, was auch benutzt wird, wenn man sagt, jemand wacht aus dem Schlaf der Nacht auf. Der Buddha nannte sich ein Erwachter. Oder er sagte, er sei jemand, der habe den Frieden verwirklicht, völligen Frieden des Geistes. Ich möchte Ihnen ein bisschen aus der Lehre darüber sprechen, was damit gemeint ist, und dann in einem zweiten Schritt das mit Ausdrücken versuchen zu vermitteln, die mehr aus unserem Kulturkreis stammen oder mit Beschreibungen, die das vielleicht besser erfassen können. Das Erwachen ist das Erwachen aus einer Illusion, aus einem Irrtum, einer irrtümlichen Annahme. Und die irrtümliche Annahme, von der wir sprechen, ist die Annahme, dass es in diesem Strom des Erfahrens, den wir Person nennen, dass es da ein permanentes Ich oder Selbst gibt. Die Annahme ist, dass wir aufgrund der Erfahrung, dass wir morgens immer noch sehr ähnlich ausschauen wie am Tag zuvor, also eine Kontinuität besteht von einem Tag zum anderen durch viele Situationen hindurch, dass wir annehmen, da ist etwas Beständiges, was von einem Tag zum anderen weitergeht. Die Annahme ist durchaus verständlich, weil ja der Anteil dessen, der sich verändert, der sich wahrnehmbar verändert, erstmal recht gering ist von einem Tag zum anderen. Auffällig ist es, wenn wir sagen, wir waren schon das Baby, was da was geboren wurde, zur Mutter gebar, und das vergleichen mit dem, der wir heute sind. Denken, fühlen, alle Erfahrungsbereiche haben sich völlig geändert, der Körper natürlich auch. Und wenn wir in der meditativen Erfahrung hineinschauen, ob wir dieses Ich irgendwo finden können, dann können wir lange suchen. Wir finden einen Strom von Sinneseindrücken, von Erfahrung, einen Strom von Gedanken. Wir finden auch Pausen zwischendurch. Und wir finden auch, wer wirklich entspannt, tief, tief, tief entspannt beim Meditieren, der bemerkt Momente völlig offenen Seins, was wir auch non-duale Wahrnehmung nennen. Und dieses Hinschauen, dieses tiefe Hinschauen erschüttert den Glauben an ein Ich, erschüttert diese Annahme. Wir finden keinen Wesenskern, der individuell wäre und beständig, also ewig vorhanden. Eine ewige, unwandelbare Seele hat noch keiner gefunden, obwohl wir darüber sprechen können. Auch ich kann den Begriff Seele durchaus benutzen, aber für mich ist es ein dynamischer Erfahrensbereich. Etwas, was auch in der Dynamik ist, im Wandel. Wenn sich
im Inneren unseres Bewusstseins, in dem, was wir Seele, Gemüt, Geist nennen, wenn sich da etwas nicht wandeln würde, nicht geprägt werden würde, nicht sich mitentwickelt im Strom der Erfahrung, dann würden wir von einem festen Ich sprechen können. Da sich aber alles in uns wandelt, mitfließt, neu gestaltet im Strom der Erfahrung jetzt schon allein dieses Lebens, können wir nicht davon sprechen, dass es einen unwandelbaren individuellen Wesenskern gibt. Was man entdeckt, ist ein Raum, ein Bewusstseinsraum, das, kann man sagen, die Fähigkeit wahrzunehmen, die aber nicht individuell ist, die jeder von uns besitzt, die gleich ist. Jeder von uns teilt mit jedem anderen Lebewesen den Gewahrseinsraum, die Fähigkeit, bewusst zu sein. Das ist nichts Individuelles. Diesen Gewahrseinsraum nehmen wir immer wieder wahr. Wir können ihn erfahren, auch in den Lücken zwischen den Gedanken. Und er ist auch da, wenn kein Beobachter mehr da ist. Was wir jetzt das Erwachen Buddhi nennen, ist definiert als das Ende allen Getriebenseins. Wir sind nicht mehr getrieben von dem sich bestätigen wollen in einer Existenz als Ich, als abgetrenntes Individuum. Wir sind nicht mehr getrieben vom Haften an Sinneserfahrung, vom Festhalten. Das Festhalten hat sich völlig aufgelöst. Und eben diese Unwissenheit, diese irrige Annahme eines Ichs, eines Selbst hat sich aufgelöst. Das nannte der Buddha die drei Triebflüsse, die zu überwinden sind. Und wenn diese Triebflüsse sich völlig aufgelöst haben, spricht man von Erwachen, von völligem Erwachen. Wir sprechen vom Erwachen auch als einem Prozess. Also jetzt habe ich bis jetzt über das Erwachen wie über einen zu erlangenden Zustand gesprochen. Aber eigentlich ist Erwachen kein Zustand. Erwachen ist eine Art und Weise des Seins. Und es ist ein Sein frei von Schleiern, frei von den Schleiern der Ich-Bezogenheit mit all der emotionalen Verwirrung, die daraus entsteht, und frei von all dem, was die Erkenntnis der Natur der Phänomene verhindert. Damit ist gemeint die Erkenntnis, dass alle Dinge, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir fühlen, die äußere Welt wie die innere Welt, auch keinen Wesenskern hat. Genauso wenig wie wir selbst. Es ist die Ausdehnung dieses Verständnisses auf alle Erscheinungen, alle Dinge, alle Phänomene des Universums. Und wir sprachen heute Nachmittag in dem Seminar darüber, dieses Erwachen stellt sich nicht plötzlich ein. Es ist ein Prozess. Da komme ich jetzt ein bisschen schon zu dem Erklären, wie man das mit anderen Worten heute vielleicht darstellen könnte. Wir beginnen unseren spirituellen Weg oder überhaupt, wir kommen auf die Welt und entwickeln uns als ganz normale Kinder und Jugendliche und erleben die Welt sehr stark in Form von Ich und Du. Wir beginnen uns zu identifizieren mehr und mehr mit diesem Körper, mit unseren Gefühlen, unseren Empfindungen, mit unserem Denken, mit unseren Vorstellungen. Und wenn wir dann Erwachsene geworden sind, haben wir ein starkes Gefühl von Ich mit all den damit verbundenen leidvollen Erfahrungen auch. Unzufriedensein, Gefühle von Getrenntheit, aber auch Glückserfahrung, das Streben nach Glück und das Festhalten an freudigen, glücklichen Erfahrungen, weil die Angst, die zu verlieren. All das ist die natürliche Folge. Und wenn ich das mal bildlich darstelle, wir beginnen unseren spirituellen Weg mit einer massiven Dosis Ich-Bezogenheit. Und Erwachen
bedeutet, in immer mehr Bereichen zu bemerken, dass es auch leichter geht. Dass wir nicht so stark anzuhaften brauchen, dass je weniger wir anhaften, je mehr wir loslassen können, dass das Leben leichter wird. Nicht etwa gefährlicher und schwieriger. Und diese Ich-Bezogenheit verdünnt sich. Ja? Sie dünnt sich aus, sie nimmt ab. Die gesamte Praxis, ein ganzes Leben führt dazu, wenn wir sie nutzen, wenn wir unser Leben nutzen, um an dieser Ich-Bezogenheit zu arbeiten, dass wir freigebiger werden, dass wir geduldiger werden, dass wir uns selber nicht mehr so wichtig nehmen und das Leben wird leichter. Und dieses Verringern, dieses sich allmähliche Verringern der Ich-Bezogenheit ist bereits Teil des Prozesses, der zum Erwachen führt. Wir sehen auf dem Weg, wie sich Schleier manifestieren, wie wir zum Beispiel, wenn wir festhalten an der Tatsache, dass wir Recht haben oder meinen, Recht zu haben, wie sich Ärger und Wut in uns verstärken. Und wir sehen mit dem Blick des Dharma-Praktizierenden, wie man auch anders mit ungerechten Situationen umgehen kann, wie man auch anders damit umgehen kann, wenn man kritisiert oder angegriffen wird. Wir lernen. Es ist ein Lernprozess. Erwachen ist ein Teil dessen, was wir den Weg des Erwachens nennen, ist einfach ein Lernprozess, mit immer offenerem Herzen zu leben und die Vorteile davon immer deutlicher zu sehen, dem Irrtum mehr und mehr auf die Schliche zu kommen. Und es kommt irgendwann, das weiß man nie, kommt zum Moment, und das kann jederzeit passieren, auch ohne, dass man schon sich überhaupt auf einem spirituellen Weg fühlt, es kann zu Momenten kommen, wo es zu völliger Offenheit kommt. Kleine Momente oder längere Momente. Mit völliger Offenheit meine ich jetzt, wenn ich so spreche, kleine Momente des Erwachens. Momente, in denen es gar keinen Beobachter mehr gibt. Keine beobachtende Instanz. Auch der stille, schweigende Beobachter oder die Beobachterin ist nicht mehr da. Wir nennen das non-duales Sein. Sein jenseits von Subjekt und Objekt. Diese Momente können jederzeit auftreten. Und diese Momente treten auch jeden Tag bei uns auf. Allerdings, ohne dass wir das so bewusst mitbekommen. Der Moment des Einschlafens, wenn wir jetzt heute Abend zum Beispiel ins Bett gehen, im Moment, wo wir alles loslassen und in den Schlaf hinübergehen, in dem Moment gehen wir durch völlige Gelöstheit hindurch. Allerdings sind wir schon so bettschwer und müde, dass wir das nicht bewusst mitbekommen. Und Erwachen bedeutet, in dieser völligen Gelöstheit bei völligem Wachsein zu leben. Das ist eigentlich mit Erwachen gemeint. Dieses völlige Nichthaften, dieses Nichtgreifen tagsüber zu erleben. In der Meditation, zunächst im geschützten Rahmen vielleicht, aber es kann auch einfach so auftreten, irgendwann. Wir sind Menschen begegnet, die das zum ersten Mal bei einer Dharma-Unterweisung erlebt haben. Solch einen Moment oder ja, man weiß halt auch nicht, wie lange das dauert. Man merkt nur nachher, wenn man wieder ins dualistische Bewusstsein zurückkehrt. Oder denen das auf einem Bahnhof passiert ist. Oder einer Bushaltestelle. An Situationen, wo Menschen drumherum waren oder wo man ganz allein war. Es kann jederzeit passieren. Und diese Momente sind von einer überraschenden Einfachheit. Deswegen sprach der Buddha als einer der Bezeichnungen auch von dem Erstaunlichen, um das Erwachen zu bezeichnen. Erstaunlich. Erstaunlich, weil es so so völlig natürlich ist, so völlig selbstverständlich, und gleichzeitig doch so anders von all dem, was ich vorher erlebt habe und was dann wieder versucht, sich einzustellen. Aber da war dieser Moment, wenn ich ihn bewusst mitbekommen habe,
hat sich mein Verhältnis zu dem, was man Ich nennt, völlig geändert. Wann dieser Moment auftaucht, weiß niemand. Es werden dann mehr und mehr solche Momente sein, wenn wir sie zulassen. Es kann sein, dass sie diese Momente schon gehabt haben. Es ist sehr schwer, sie wahrzunehmen, wenn man nicht darauf vorbereitet wurde, auf dieses Unscheinbare, völlig Offene zu achten. Wir nennen das im Tibetischen Momente von Rigpa, von Gewahrsein oder von Yeshe, von zeitlosem Gewahrsein. Jnana auf Sanskrit. Diese Momente sind lebensverändernd. Wenn man einmal erwacht ist zu dieser Sicht des Nicht-Selbst, zu dieser Erfahrung des Nicht-Selbst, kann man das nicht wieder zurückdrehen. Es hat die Sicht grundlegend verändert. Jemand, der das völlig bewusst und klar erlebt hat, fühlt sich für den Rest seines Lebens nicht mehr in der alten Ich-Bezogenheit. Er kann oder sie kann weiterhin die Worte Ich und Du benutzen, kann völlig normal funktionieren im Alltag, aber es kommt nicht mehr zu diesem Greifen nach einem vermeintlichen Wesenskern, nach einem vermeintlichen Zentrum der Person. Und die Wahrnehmung der Welt verändert sich. Wahrnehmung findet statt, aber sie ist wie mittelpunktslos, ohne dass es sich dabei um eine Psychose handelt. Ja, eine Psychose ist sogar eine sehr starke Ich-Fixierung. Aber jetzt kommt es dazu, dass wir alles wahrnehmen, klarer und frischer noch als je zuvor, nur dass sich niemand mehr identifiziert im Zentrum. Es ist wie, als würde der Raum selbst gewahr sein. Es gibt keine Extraschlaufen mehr, wo die Wahrnehmung, die Sinneswahrnehmung von zum Beispiel visuellen Eindrücken oder akustischen Eindrücken, dass diese Wahrnehmungen mit einer Ich-Instanz in Verbindung gebracht würden. Und was mache ich jetzt damit? Man spricht beim Erwachen von einem spontanen Handeln. Spontan, damit ist gemeint, dass es nicht mehr zu diesen Schlaufen kommt, sondern dass direkt, ohne eine Vermittlung durch andere Muster, durch andere Instanzen, also Verknüpfung mit Ängsten und dergleichen, dass ohne solche Extraschlaufen direkt einfach das getan wird, was notwendig ist. Die Weisheitsfunktion, die diese Funktion erfüllt. Ein Erwachter, wichtiges, oder vielleicht das wichtigste Merkmal sogar, ist angstfrei. Ein vollkommen Erwachter, wenn wir von einem Buddha sprechen, ist vollkommen frei von Ängsten. Ängste sind nämlich das Zeichen von Nicht-Gewahrsein, von mangelndem Gewahrsein. Zugleich ist ein Erwachter auch vollkommen frei von den Emotionen, die sich auf diesen Ängsten aufbauen. Das sind die wichtigen Merkmale, die sich daraus, also die, wie soll man sagen, die Anzeichen, die man bemerken kann, die sich daraus ergeben, dass sich die illusorische Annahme eines Ichs aufgelöst hat. Zugleich bemerkt man bei Erwachten, dass sie stets bereit sind zu unterstützen, zu helfen. Liebe, Mitgefühl, Geduld, Gleichmut, das ist alles gar keine Frage. Diese Qualitäten sind selbstverständlich natürlicherweise vorhanden. Und das ist auch wichtig für den Weg des Erwachens, wenn wir von diesem herausfinden oder sich herauslösen aus der Ich-Bezogenheit sprechen, diesem Verdünnen der Ich-Bezogenheit. Was da passiert, ist, dass die Spannung
die durch die Ich- und Du-Trennung aufgebaut wird, dass die allmählich weniger wird und dadurch die innewohnenden Qualitäten zum Vorschein kommen können. Es ist also kein, der Prozess des Erwachens ist nicht das Konstruieren oder das Aufbauen von Qualitäten, so wie wenn ich mir meinen Turm des Erwachens bauen würde und hier noch ein bisschen mehr Liebe und dann noch ein bisschen mehr Weisheit und dann noch hier brauche ich noch ein bisschen mehr Geduld und dann jetzt habt doch mal ein bisschen mehr Ausdauer, so als Zement dazwischen. Und irgendwann fällt mir das Ganze doch zusammen, weil es halt konstruiert ist, weil es bedingt ist, weil es vom Willen geschaffen ist. Erwachen ist nur möglich, wo kein Wollen ist, wo es kein Ich gibt, das erwachen möchte. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig zu wissen. Zunächst gehen wir unseren spirituellen Weg mit dem ganzen Wollen eines Ichs, was frei werden möchte. Dann bemerken wir auf dem Weg, dass genau dieses Streben eines Ichs, was frei und erwacht sein möchte und erleuchtet, und dass genau das völlig absurd ist und kontraproduktiv. Das ist dem Loslassen der Gelöstheit im Wege steht. Und glücklicherweise gibt es da auch dann Meister, die uns sagen, ja, das Ich wird nie erwachen. Denn das Ich hat es nie gegeben. Das heißt also, dass niemand erwacht. Ja, also es ist niemand im Sinne von unserer normalen Ich-Vorstellung je erwacht. Es sind Lebensströme, Geistesströme, die sich allmählich lösen aus verkehrten Vorstellungen. Und dass dieses Wegfallen der Schleier der verkehrten Vorstellung, des Anhaftens, des Fixierens, das nennt man Erwachen. Das ist der Prozess des Erwachens. Wenn man rückblickend schaut, wenn der Erwachte rückblickend schaut, dann sieht er, dass es eigentlich auch gar niemanden als abgegrenzte Person gibt, der den Weg geht. Obwohl wir alle hier sitzen mit dem Gefühl, als Person unter vielen Personen durchaus abgegrenzt, aber in Beziehung zum anderen zu sitzen. Wir sind durch den Austausch, durch die Kommunikation immer wieder bestätigt in unserer Existenz. Dadurch, dass ich spreche und du was zu mir zurücksagen kannst, habe ich das Gefühl, dass ich existiere. Ist aber einfach, es war ein Austausch, ja, aber das heißt doch noch nicht, dass da ein solides Ich-Zentrum existiert. Aber das Gefühl stellt sich ein. Wir leben mit diesem Gefühl. Und rückwirkend sehen wir dann, dass tatsächlich immer nur dieser Strom war. Ein Bewusstseinsstrom mit den 6 Sinnespforten, also die 5 äußeren Sinne, und dann der denkende Sinn, der Geistsinn, dass viele, viele Eindrücke auftauchen in unzähliger Menge. Aber aus all dem, es lässt sich kein stabiles Ich zimmern. Und genauso wenig brauchen wir uns auch keine stabile Erleuchtung zu zimmern. Wir brauchen nur in den Fluss zu kommen. Und eigentlich ist das Fließen, in Fluss kommen, eine gute weitere Beschreibung dafür, was wir mit Erwachen meinen. Das Aussteigen aus allen Fixierungen. Man nennt die völlige Befreiung, das völlige Erwachen, Samyak Sambodhi auf Sanskrit, also das Erwachen eines Buddhas, nennt man auch das überwunden haben der 4 Maras, der 4 Dämonen. Das ist die emotionale Verwirrung durch die Ich-Bezogenheit. Es ist die Identifikation mit Körper, Empfindungen, Unterscheidungen, verschiedenen Geistesfaktoren und dem Bewusstsein als Ich. Das sind die 5 Skandhas, die Identifikation damit.
völlig aufgelöst zu haben, die Angst vor dem Tod völlig aufgelöst zu haben, überhaupt das den Glauben daran aufgelöst zu haben, dass da jemals etwas stirbt. Aus der Sicht des Erwachens gibt es auch kein Sterben und es gibt auch aus der Sicht des Erwachens keine Wiedergeburt von jemandem. Da ist niemand, das ist nur dieser Geistesstrom, der in verschiedensten Formen sich manifestiert. Eine Geburt ist wie ein, also der Nachtodzustand, wie ein Wasserfall. Es geht in einem neuen Lauf weiter. Das ist das neue Leben. Und wieder kommt eine Klippe und ein neues Leben. Aber es ist kein Ich. Es ist immer wieder neu. Es ist immer wieder etwas Frisches. Eine frische Erfahrung, die da weitergeht. Und der vierte Mara, der vierte Aspekt, der überwunden wird, ist das Verlangen nach Sinneserfahrung. Und damit ist gar nicht gemeint, das Verlangen nach einem schönen Glas Wein oder das Verlangen nach schöner Musik. Es ist gemeint damit, dass wir uns definieren darüber, dass wir überhaupt Erfahrung haben. Dass wir Sinneserfahrung als eine Bestätigung auffassen dafür, als etwas Getrenntes von den Sinneserfahrungen zu existieren. Und das ist etwas sehr, sehr Profundes. Gibt es da etwas, gibt es da ein Ich, was noch anders wäre als die Erfahrung der sechs Sinne? Als die verschiedenen auftauchenden Geistesbewegungen, gibt es da irgendwo etwas Stabiles? Und wenn wir so etwas Stabiles finden, dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach dieses dynamische, zeitlose Gewahrsein jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was in seiner Natur dynamisch ist, schöpferisch, dass wir aber mit allen teilen, dass nichts Individuelles hat. Wenn wir jetzt zum Abschluss des ersten Teils unseres Vortrags, wenn wir darüber sprechen, was Erwachen ist, wir könnten es auch einfach als Heilung beschreiben. Erwachen ist Heilung. Heilung, weil die Ursachen des Leidens aufgelöst sind. Weil die Ursachen der Gefühle von Trennung aufgelöst sind. Weil die Ursachen von Angst aufgelöst sind. Und weil der Geist in völliger Harmonie verweilt, das Bewusstsein. Das nennt man Frieden. Und dieser Frieden, der wird obendrein auch noch als der nirgends verweilende Frieden beschrieben. Also das Nirvana heißt Frieden, wird als das nirgendswo verweilende Nirvana beschrieben. Damit ist gemeint, dass dieses Nirvana auch nicht mehr im Unterschied zu einem Samsara erlebt wird. Dass diese Erfahrung von Frieden anderswo wäre, als die Erfahrung von dem, was wir die Welt dualistischen Anhaftens nennen, Samsara. Sondern die Natur der Erfahrung, die jetzt sich als die Welt von Samsara manifestiert, die wahre Natur von der jetzigen Erfahrung ist das Nirvana, von dem die Buddhas sprechen. Es ist nichts anderswo, es ist nicht irgendwo an einem Ort, es beruht nicht auf einer Trennung von hier die böse Welt, die wir Samsara nennen, und dort die erwachte Welt, die wir Nirvana nennen. Das ist völlig aufgelöst durch eine Sichtweise, wo es gut und schlecht gibt, wo es Erscheinungen gibt, also Erfahrungen gibt, von denen man sich abwendet und Erfahrungen, zu denen man sich hinwendet. Für einen Erwachten haben alle Erfahrungen einen Geschmack.
den einen Geschmack des Nicht-Selbst oder der Leerheit, der Abwesenheit eines Wesenskerns. Damit ist gemeint, alle Erfahrungen haben den Geschmack von Wandel, von Entstehen und Vergehen im selben Moment. Alles hat diesen einen Geschmack und da gibt es nichts, an dem man festhalten müsste. Je weniger wir festhalten, desto weniger Leid. Und ein vollkommen Erwachter ist, hat sich völlig befreit aus allem Festhalten. So viel zur Einleitung. Jetzt bin ich mal ganz gespannt auf Ihre Fragen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir durch Ihre Fragen ermöglichen, das Thema noch genauer zu beschreiben. Ich wollte noch mal fragen, wegen den Getrennten von den Sinneswahrnehmung. Ist das denn überhaupt nicht verstanden? Also die Frage war nach dem Getrenntsein von Sinneswahrnehmung. Es ist nicht, dass wir uns von den Sinneswahrnehmungen getrennt fühlen, sondern dass wir uns durch die Sinneswahrnehmung von dem Wahrgenommenen getrennt fühlen. Dass wir immer das Gefühl haben, hier ist jemand, zum Beispiel ein Ich, das dich jetzt wahrnimmt und dich jetzt hört. Dass ich diesen Tisch jetzt berühre. Ja, das ist gemeint. Dieser grundlegende Prozess, dass unsere Sinneswahrnehmung auf Subjekt und Objekt beruht. Ja. Und dass dadurch sich die Idee einstellt, dass da doch ein Zentrum sein muss, weil immer wieder von außen etwas Kontakt macht, ja, immer wieder eine Berührung durch verschiedenste Sinneseindrücke entsteht. Oh ja. ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe vorhin, aber du hast gesagt, wir müssen uns nicht um ein stabiles Ich kümmern. Habe ich das richtig verstanden? Da wollen wir nochmal drauf eingehen. Es ist gut, dass du noch nachfragst. Aber ich habe noch, die Frage geht noch weiter. Ich habe mich heute mit einer Analytikerin unterhalten. Und die hat gesagt, bevor man das Ich loslassen kann, muss man erstmal ein stabiles haben. Ja, das sagen viele Analytiker. Ich wiederhole die Frage nochmal. Viele Menschen, die meinen, es verstanden zu haben, sagen solche Sätze wie, man muss erstmal ein stabiles Ich aufbauen, bevor man es loslassen kann. Das ist Unfug. Ich werde auch erklären, warum. Weil es sich um zwei verschiedene Ichs handelt, von denen wir hier sprechen. Das Ich, von dem die Analytiker oder Psychologen sprechen, was wir stärken, das sind Ich-Funktionen. Das sind Funktionen, das heißt, es ist die Fähigkeit zu klarer Wahrnehmung, Gedächtnis, konstruktivem Denken. Das sind dann auch Qualitäten wie zum Beispiel Belastbarkeit, Geduld, sich entspannen können, was zu erhöhter Belastbarkeit führt. Das ist Ausdauer. Und wenn wir das aus Dharma-Sicht mal beschreiben, was für Qualitäten da eigentlich gestärkt werden, dann landen wir unmittelbar bei dem, was wir die sechs befreienden Qualitäten nennen, die Parameters. Freigebigkeit, Disziplin, also heilsames Verhalten, Geduld, freudige Ausdauer, tiefe geistige Stabilität, meditative Stabilität und Weisheit. Die Quelle dieser sechs im Dharma sind Liebe und Mitgefühl. Wer Liebe und Mitgefühl entwickelt und diese sechs Qualitäten, hat ein stabiles Ich. Ein Buddha hat ein stabiles Ich. Ja? Hören Sie mir ganz deutlich zu, Sie dürfen sich das aufschreiben. Ein Buddha hat ein stabiles Ich. Er hat alle Ich-Bezogenheit aufgelöst, aber die Qualitäten, die einem ermöglichen, völlig unerschütterlich zu sein, völlig, also zutiefst weise, mitfühlend, empathisch, all diese Qualitäten sind vollkommen vorhanden. Aber es ist keine daran geknüpfte Illusion, dass es da einen Wesenskern gäbe, der diese Qualitäten individuell besitzt. Diese Ich-Vorstellung wird aufgelöst
Und die wahren Qualitäten, was andere Traditionen dann das wahre Selbst nennen, ja? Das falsche Selbst und das wahre Selbst, ja? Manche Traditionen sprechen darüber. Und diese Qualitäten, die wir die Qualitäten der Buddha-Natur nennen, die kommen zum Vorschein. Und die sind bei allen gleich. Die tauchen bei allen auf. Das ist das Unglaubliche. Dass sie nicht etwas Individuelles sind, etwas, was ein Ich hervorgerufen oder gepachtet hätte. Also so viel zur Auflösung von Ich und Ich-Bezogenheit. Ja? Es wird nur die verkehrte Vorstellung von etwas Stabilem aufgelöst, damit kommen wir in Fluss, wir werden angstfreier und dadurch entstehen kommen die ganzen anderen Qualitäten zum Vorschein. Ja. Wie ist denn das in dem Moment, wo dieser Buddha in das Nirvana eingetreten ist? Also besteht da die Möglichkeit, weiterhin diese liebevolle, mitfühlende und vielleicht sogar auch kreative Qualität ausüben zu können? Also nachdem der Buddha das Nirvana erlangt hat, hat er noch 45 Jahre lang gewirkt. Das war durchaus mitfühlend und weise. Aber danach, ich meine, wenn dieser Mensch dann gestorben ist und in eine andere Daseinsqualität eintritt... Darüber wollte der Buddha keine Aussagen machen, was mit ihm nach seinem Tod passiert. Ich lese euch das mal vor. Ich habe mir das rausgesucht, weil ich fast schon gehofft habe, dass die Fragen kommen. Immer wieder stellen Suchende dem Buddha und seinen erwachten Schülern die Frage, ob ein Erwachter nach dem Tod weiter besteht oder nicht. Der Buddha und auch seine erwachten Schüler antworteten, darüber macht der Erhabene keine Aussage. Er sagt nicht, der Erwachte besteht oder besteht nicht. Er sagt auch nicht, dass beides der Fall ist oder keins von beiden. Warum spricht er nicht darüber? Niemand kann die Sandkörner am Strand des großen Wassers zählen. Niemand kann das Wasser des großen Ozeans messen. Ebenso ist der Erwachte tief und nicht zu ermessen. Alle Merkmale der Lebewesen und ihrer Identifikation sind vom Erwachten aufgelöst und werden nicht mehr entstehen. Daher treffen die Begriffe von Bestehen oder Nichtbestehen nicht zu. Wer behauptet, der Erwachte bestehe oder bestehe nicht, der haftet noch an den Merkmalen der Lebewesen. Wer die Merkmale sieht, wie sie wirklich sind, sieht ihren Ursprung, ihre Auflösung und den Weg, der zu ihrer Auflösung führt. Wer nicht mehr durch das Begehren beglückt und erfreut wird und die Auflösung des Anhaftens versteht, dem stellt sich diese Frage nicht. Ich werde es nochmal in eigenen Worten sagen. Es ist für uns schon allein schwierig, wir tragen alle eine Ahnung des Erwachens in uns. Diese Ahnung des Erwachens speist sich aus gemachten Erfahrungen von völliger Gelöstheit, die wir tatsächlich alle schon gemacht haben. Und sei es beim Einschlafen. Aber dieser Zustand ist nicht zu beschreiben. Er entzieht sich unserer normalen Worte. Deswegen ist die Frage nach der Liebe und dem Mitgefühl eines Erwachten nach seinem Heraustreten aus diesem Körper nicht zu beantworten, weil er in dieser völligen Offenheit aufgeht und nichts mehr dazu führt, dass er sich anhaftend in einem Körper, wie wir jetzt, manifestiert und anhaftend mit der Welt in Beziehung tritt. Er mag sich auf viele andere Weise manifestieren, aber der Buddha meinte, es wäre hilfreicher, wenn wir nicht allzu viel spekulieren, wie dann das große Fest aussieht, wenn man das Parinirvana, also ja, das letzte Nirvana, erlangt hat. Es wäre schon gut genug, wenn wir diesen Prozess erleben, dass wir immer freier werden von Leid, immer glücklicher, immer freudiger, immer unbeschwerter und immer häufiger diese Momente auftauchen, wo der Geist völlig frei ist, völlig frei von jeglichem Festhalten
und sich dann Gedanken darüber zu machen, ob es dann noch besser wird oder ob es dann auch gut genug wird später, das sind die Gedanken des Ichs, das abschätzen möchte, wenn ich jetzt das mache, wenn ich jetzt das praktiziere, was wird dann aus mir? Ja? Bin ich dann auch liebevoll und mitfühlend? Ja? Und wie so ein guter Erwachter, wie ich das gerne sein möchte. Das sind alles Fragen, die hier der Buddha sagt, die aus dem Anhaften herausgestellt werden. Aus dem Anhaften an einem Ich. Das Ich möchte wissen, wo es landet später. Ja, aber diese Ich-Bezogenheit hat sich dann aufgelöst und es ist leichter möglich, über den Prozess was zu sagen, aber dann, wo es weitergeht, da haben die Buddhas keine Aussagen getroffen. Es geht nicht wieder zurück in starkes Anhaften und neues Leid und etwa mangelnde Liebe oder mangelndes Leben. Das ist ausgeschlossen, weil all die nicht heilsamen Geisteszustände sind daran gebunden, dass wir an einem Ich mit seinen Wünschen und Vorstellungen festhaften. Daraus entsteht der ganze Egoismus. Der entsteht aus diesem Haften am Ich. Das ist völlig vorbei. Und über den Rest machen Sie keine Aussagen. Wir können von den Erwachten in dieser Welt sehen, wie frei und unbeschwert sie sind. Und das ist das Wunderbare. Wenn wir schon mal dahin kommen, das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja, kannst du noch was zu diesem Prozess sagen, wenn du sagst, sind ja so Stufen oder eben ein Weg, wie geht der vor sich? Also es sind ja so Momente eben auftauchen von Klarheit und dann fällst du wieder zurück in Ängste und dann siehst du aber vielleicht, das sind die Ängste meines vermeintlichen und du kannst es beobachten. Der Prozess des Erwachens lässt sich grob in zwei Abschnitte unterscheiden, ja, wenn man das beschreibt. Zuerst ist dieser ganze Prozess, den wir beschreiben können als einen immer heilsameren Umgang mit uns selbst. Wir lernen, unseren Körper heilsamer einzusetzen, die Rede heilsamer einzusetzen und den Geist immer mehr aus seinen Verspannungen zu befreien. Und das führt auch zu tiefen Zuständen von geistiger Ruhe. Und die Zusammenhänge von Greifen und Spannung werden uns immer deutlicher. Also wie Leid entsteht, wie es Leid sich auflöst, das wird immer deutlicher, es wird immer klarer. Aber diese ganze Phase des Prozesses ist immer noch die Phase des dualistischen Erfahrens. Wir sind immer noch mit dem feiner werdenden Beobachter unterwegs. Das ist die Strecke des Weges, wo wir tiefe geistige Ruhe kultivieren, die ihrerseits bereits zu tieferem Verständnis führt. Aber dann irgendwann kommt es zu den ersten klaren Erfahrungen, vielleicht erstmal nur eine und dann weitere, wo aufgrund dieser Vorbereitung es möglich ist, bewusst zu bleiben, wenn das Greifen ganz aufhört. Wenn sich dieser non-duale Raum auftut. Wenn das bewusst erlebt wird, nennen wir das den Stromeintritt. Wir sind eingetreten in den Strom, der dann tatsächlich ins vollkommene Erwachen führt. Wir sind auch in der Sprache des Mahayana-Buddhismus nennt man das, das ist die Stufe, die erste Bodhisattva-Stufe, das Eintreten in das große Glück, in die große Freude. Es ist die Freude, die durch die ersten Erfahrungen völligen Befreitseins entsteht. Aber so wie du sagst, zieht sich danach der Geist doch wieder zusammen. Die alten Muster wirken weiter, aber sie greifen nicht mehr wie vorher. Da ist diese neue Sichtweise eingetreten und die Ich-Illusion kann sich nicht mehr so aufbauen wie vorher. Und die Kräfte der geistigen Ruhe, der inneren Sammlung, werden enorm verstärkt durch diese Erkenntnis, die da entstanden ist. An dem Punkt, wo diese Erkenntnis entsteht, weiß der Praktizierende, und das ist bei allen gleich, auf der ganzen Welt,
Dieser Zustand wurde durch nichts erzeugt. Er ist nicht das Produkt einer Anstrengung. Er ist das, was sich durch Loslassen zeigt, durch Nichtgreifen. Es entsteht eine tiefe Überzeugung, dieser Geisteszustand ist derselbe für alle Lebewesen. Es ist nichts Persönliches daran. Er hat keine persönliche Note. In dem Moment wird auch klar, im Vergleich, also das sind, was ich jetzt beschreibe, sind die Überlegungen, die nach der Erfahrung dieses Zustands auftreten. Der Zustand selbst ist frei von diesen Überlegungen. Nachher wird einem klar, ah, das war völliges Freisein von Spannung. Jetzt dieser greifende Zustand des Geistes, das Haften an Gedanken, an Vorstellungen, das ist wieder das, was der Buddha Dukkha nennt. Dieses, ja, was wir oft mit Leid übersetzen. Es gibt verschiedene Übersetzungen dafür. Und das kommt durchs Haften. Die Ursache dieses Leidens wird auch klar. Und da ist die Erfahrung, die vorher war, die völlig frei war. Und es wird, man ist sich völlig sicher, das ist die Auflösung allen Leides. Und da wird einem auch klar, warum die Meister, die erwachten Meister, den Weg so und so gelehrt haben, damit es zu diesen Erfahrungen kommen kann und warum sie ihn gelehrt haben, damit diese Erfahrungen dann auch sich ausweiten können. Es wird, der Weg wird offenkundig, wird voll verstanden. Man nennt das das Verständnis der vier edlen Wahrheiten im Moment des Stromeintritts. In dem Moment versteht man sie vollständig. Und dann beginnt die zweite Phase des Prozesses, wo die Praktizierenden sich jeweils erinnern daran, was für eine Offenheit sich schon im Geist eingestellt hat. Und immer wieder diese Offenheit zulassen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wenn immer sie können, wann immer sie daran denken. Zunächst braucht es dafür noch eine ganze Menge Meditation, weil es schwierig ist, anders Zugang dazu zu finden. Und mit der Zeit beginnen sich diese völlig offenen Geisteszustände auch in der Nicht-Meditation zu zeigen, also im Alltag, in der Aktivität. Bis es kaum noch zu einem Verschleiern durch dualistische Muster kommt und ein vollkommen Erwachter ist dann jemand, der rund um die Uhr in allen Situationen, in allen Geistesmomenten völlig frei ist von Anhaften. In dieser Offenheit völlig lebt. Das nennt man einen Buddha. Also zwei Phasen und wichtig der Übergang, wo zum ersten Mal Gewissheit über die Natur des Geistes entsteht, Gewissheit über die vier edlen Wahrheiten. Ja, bitte. Also ich habe eine Frage, ich würde gerne wissen, wie viele erwachte Leute gibt es, um zu sehen? Ja. das Problem. Ob du da irgendwie Zusammenhang mit dem Praktizieren steht, weil der Praktizierende, kann es nicht auch sein, dass man ohne so eine Praxis, dass es irgendwie Leute gibt, die sollten spielen? Ja, also es ist überall möglich, in allen Erdteilen, innerhalb von spirituellen Traditionen, außerhalb von spirituellen Traditionen. Ja, es ist für jeden möglich, überall. Ob sie es wissen oder nicht, das Problem ist für uns aus unserer Sicht, dass in dem Moment, wo sich diese Erfahrung auftut, die Ich-Bezogenheit auflöst und dass da niemand ist, der sagt, ich bin erwacht. Ja, sie gehen nicht rum. Dieses missionarische Überzeugen wollen ist völlig weg. Vorher, in der ersten Phase, will man immer noch andere überzeugen, weil es für einen wichtig ist, für Selbstgefühl. Aber jetzt ist diese Freiheit und im Kontakt mit anderen wird auf völlig selbstverständliche Art das kommuniziert, was diese Freiheit ist, aber ohne, dass sich ein Ich nach vorne schiebt. Und deswegen lässt sich die Zahl der Erwachten nicht messen, weil sie geben sich nicht zu erkennen. Ja, es ist nicht in ihrer Natur, sich als solche
als solche unnötig zu bezeichnen. Sie weisen alle darauf hin, dass diese Ich-Bezogenheit zu Leid führt. Sie leben es vor, sie sind gelöst, sie sind heiter gelassen, sie brauchen nicht immer mit der strahlenden Banane rumzulaufen. Ja, sie sind manchmal auch ganz nüchtern einfach da. Nichts Besonderes, weil sie haben erkannt, dass es nichts Besonderes braucht, um dieses tiefere innere Glück zu erfahren. Und so können es ganz einfache Menschen sein. Es hat auch nichts mit Bildung zu tun. Allerdings, was wichtig ist, ist, dass die meisten, die solche Erfahrungen gemacht haben, Unterstützung brauchen von anderen, die diese Erfahrung auch gemacht haben, um den Weg weiterzufinden. Ja, also, dass sie in diesem zweiten Teil des Prozesses, dass sie auch darin noch unterstützt werden, dass sie Hilfe bekommen, rasch diese Erfahrung auszuweiten, dass sie die überhaupt erkennen als solche. Es gibt Menschen, die haben diese Erfahrung gemacht und haben sich so anders gefühlt als andere drumherum, dass, obwohl sie völlig gelöst waren, irgendwie das Gefühl hatten, nicht mehr so zu sein wie andere. Und da sie keinerlei Instruktionen darüber hatten, auch verwirrt suchten nach jemandem, der ihnen das erklären kann, was ihnen da erfahren ist. Es kann tatsächlich, diese Erfahrung kann sich manifestieren ohne Vorbereitung. Wenn sich mit Vorbereitung manifestiert, ist sie viel einfacher zu erkennen und nutzbar zu machen. Wenn sie ohne Vorbereitung passiert, kann es toll sein, ja. Aber dadurch, dass die Umwelt alles ganz anders sieht, kann es auch zu einem sehr schweren Weg danach noch kommen, bis darin Stabilität gefunden wurde. Dass man ja isoliert. Ja, das Gefühl von Isolation taucht nicht auf. Nur es ist ein klares Gefühl, anders zu sein. Aber das Gefühl von Einsamkeit ist auch etwas, was sich auflöst, wenn diese Erfahrung stabil ist. Ja, wenn das Erwachen stabil ist, löst sich das Gefühl von Einsamkeit auch auf. Da hinten waren mehrere, die was reinkriegen. Die Dame mit dem schwarzen Haar. Ich bin mit wem noch mal mit dem oder was hat man denn das Gefühl? Sehr gute Frage. Wenn es kein Ich gibt, mit wem oder was hat man da Mitgefühl? Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, dann haben illusorische Bodhisattvas Mitgefühl mit illusorischen Lebewesen. Ja. Es sind Geistesströme, es ist Erleben, dass sich, solange es sich noch in einem Körper manifestiert, tatsächlich Liebe und Mitgefühl verspürt. Aber diese Liebe, dieses Mitgefühl, die manifestieren sich nicht mehr aus einem Ich-Zentrum heraus. Es ist also ein Niemand, ja, eine Offenheit, offener Geist, in dem diese Liebe, dieses Mitgefühl spontan sind. Und im Geist eines Erwachten ist es tatsächlich so, dass auch bei allen, denen er begegnet, denen sie begegnet, völlige Klarheit darüber besteht, dass auch die anderen nicht tatsächlich als das existieren, für das, was sie sich halten. Das Mitgefühl ist das Wissen darum, in welchem Knoten sich der andere Geistesstrom befindet und wie leicht es eigentlich wäre, sich aus diesem Knoten zu befreien, wenn man nur das Greifen loslassen könnte, wenn man nur das Vertrauen hätte, sich in diesen Raum hinein zu entspannen, wo es keine Bezugspunkte mehr gibt. Aber wir alle möchten uns festhalten. Wir brauchen unsere Anker, unsere Bezugspunkte, unsere Absicherung. Und das ist das einzige Hindernis. Also im Grunde genommen niemand, der mit niemand Mitgefühl hat. Ja, die Dame links außen. Ja. Man sagt doch, es führen viele Wege nach Rom. Ja. Und mir scheint, dass es gibt auch Erwachte, die nicht unbedingt mit Meditation gearbeitet haben, sondern ganz anders. Absolut, ja. Selbsterziehung und immer tiefer und so. Und jetzt ist meine Frage, ist denn das eine Bedingung, diese Meditation zur... Nein, keineswegs. Weil Sie sagen, da muss man aber noch viel meditieren. Ja, mit meditieren meine ich präsent sein.
Ja? Meditieren bedeutet nicht, die Beine zu kreuzen und auf einem Kissen zu sitzen. Meditieren bedeutet, ganz anwesend zu sein, ganz präsent. Und jeder Erwachte würde sicherlich bestätigen, dass dieses Erwachen sich in einem Moment völliger Präsenz vollzogen hat. Das ist ein Moment von Meditation. Ein Moment von Samadhi. Es brauchen keine ausgedehnten Zeiträume zu sein. Diese ausgedehnten Zeiträume von Meditation sind eigentlich nur eine Übung im Loslassen. Eigentlich ist es nur das. Ich glaube, zu dem Loslassen, weil du sagst, so beim Einschlafen, dann hat man so diesen Loslassmoment. Mhm. Und kann man sich auch vorstellen, es gibt andere Situationen, wo einem dieses Loslassen eben so leicht fällt, dass man diese Zustände dann immer wieder erlebt? Ja, es gibt auch andere Zustände, wo das möglich ist. Zum Beispiel hat starke Liebe hat die Möglichkeit auch, uns in diesen Raum hinein zu öffnen. Wenn wir, das ist auch eine andere Kraft, die auch solch, oder starke Hingabe. Es gibt verschiedene Kräfte, die dazu führen, dass es zu solch einem Loslassen der Ich-Bezogenheit kommt. Es gibt viele solche Kräfte im Grunde genommen, wenn man sich es genau anschaut. Es kann auch einfach mal eine Überraschung sein. Es kann ein kleiner Schock, eine überraschende Situation in unserem Leben kann auch mal bewirken, dass es zu solch einem Loslassen kommt, einer völligen Offenheit. Und dann ist es ja im Grunde so schön. Das ist ja dann, sind ja so wunderschöne Momente. Und wie kommt man denn davon weg, das dann so zu bewerten? Wie das ist jetzt? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt vom selben sprechen. Ja. Also ich meine auch so beim Einschlafen, wenn man sich total entspannt und sich dessen immer bewusster wird, dann ist das ja sowas Besonderes. Und wie du sagst, in anderen Situationen auch. Aber ja. Das Schöne beim Einschlafen hat noch nie jemanden dazu verleitet, immer wieder aufzuwachen, um nochmal einzuschlafen. Ja, aber du freust dich dann jedes Mal wieder auf das Einschlafen. Ja, auf Moment. Ja, das ist. Das ist schon richtig. Sagen wir das so, ist da drin ein Fehler zu sehen, weil es ist ja vielleicht dann auch wie eine Art Sucht, immer diese Situationen zu suchen, wo ich so loslassen kann, mich so hingeben kann, diesen Moment, dass ich dieses Gefühl habe, jetzt. Also, die Situationen, nach denen sich ein Verlangen einstellt, sind nicht das Erwachen, von dem ich spreche. Das meine ich. Und wie unterscheidet man denn? Durch das Verlangen. Durch die Bewertung. Wenn das Verlangen sich einstellt, das war jetzt was Besonderes, das möchte ich wieder haben, dann war es nicht das Erwachen. Ja. Ja, die Abwesenheit genau dieses Impulses, der uns sonst mit allen tollen Erfahrungen verknüpft, alle Meditationserfahrungen, die auf der dualistischen Ebene gemacht werden, führen zu diesem Greifen. Oh, das würde ich auch gerne wieder erleben. Das meine ich, das ist dann der Unterschied. Und das ist genau der Unterschied. Wenn dieses Greifen nicht mehr ist, ja, das ist das klare Zeichen dafür, innerlich. Ja. Wenn keine Bewertung sich mehr auftun. Und wenn völliges Verständnis entsteht für das, was andere im Haften durchmachen und wie nahe es eigentlich ist, dass sie ins Erwachen finden können. Wenn das total klar wird. Und das ist wirklich Weisheit, tiefes Seinsverständnis, was sich dann auftut, ohne dass ein Haften an einer Erfahrung bestehen würde. Ich komme nicht ganz durch. Ich gebe mal das Wort hier vorne. Ich finde es noch ganz interessant, dass sozusagen dieses ganze Erwachen, also Sie bedienen sich ja da immer so, des dualen Systems, um das auch zu beschreiben, sozusagen. Man tritt in den Strom ein. Genau, genau. Oder wenn jetzt jemand so einen erwachten Moment hat, dann fühlt er sich anders als die anderen, finde ich. Also das gehört ja eigentlich gar nicht dazu, habe ich gedacht. Ja, es gehört kein Wort dazu, kein einziges Wort. Jedes Wort über das Erwachen ist eine Lüge. Ja, und dann, wie ist denn das dann zum Beispiel mit Säuglingen? Sind Säuglinge zum Beispiel per se erwacht? Oder muss man erwachsen sein, um erwachen zu können? Oder da, genau? Da würde ich doch mal nachfragen, haben Sie schon mal einen Säugling gesehen, der nicht greift und keine Angst hat und nur im offenen Geisteszustand ist? Weil, habe ich mich jetzt noch nicht so gefragt. Ich frage mich das nur, weil ich meine, nur wenn man erwacht ist, bleibt man ja wahrscheinlich auch in der roten Ampel stehen. Oder? Selbstverständlich.
Ansonsten müssen wir auch so wenig. Ja, wenn man keine Angst mehr hat, dann kann man jetzt gehen. Ich glaube, also Kinder, Babys sind nicht erwacht. Ja, die sind einfach in diesen einfachen Mechanismen von Anhaften und Ablehnung. Aber dann muss man ja doch erstmal ein Ich entwickeln, um dann sozusagen sich auf diesen Weg zu begeben. Oder wie? Man muss, ja, was wir entwickeln müssen, ist die Fähigkeit wahrzunehmen, die Wahrnehmung, die wir machen, sinnvoll zu interpretieren, Ausdauer zu haben in Schwierigkeiten, ja, Herzensqualitäten zu entwickeln. Aber das nennen wir Ich, bloß bedeutet das nicht, dass wir einen Wesenskern entwickeln müssen. Wir brauchen eine Stabilität und das allerstabilste Wesen ist ein erwachtes Wesen. Das ist unerschütterlich, weil man kann einem Erwachten provozieren, man kann versuchen, ihm Angst zu machen, man kann versuchen, ihn zu verführen. Das Gelöstsein ist so groß, dass eine unglaubliche Stabilität entsteht. Ja, also aus der Sicht des psychologischen Ich-Begriffs würde man sagen, boah, ein Erwachter, der hat ein total stabiles Ich. Ja. Ja, so, um das wirklich klar zu sagen, das Ich, von dem wir sprechen, als die Fähigkeit, geschickt und sinnvoll mit Situationen umzugehen. Diese Fähigkeit ist in erhöhtem Ausmaß vorhanden bei Erwachen. Das ist auch ein wichtiges Zeichen, wenn sie unachtsam sind, wenn sie Dinge gar nicht, ja, also nicht mitkriegen, nicht kapieren und so weiter und so fort. Das sind, wenn sie Angst bekommen zum Beispiel und so weiter, wenn Greifen ganz offenkundig wird, dann sind das Zeichen, dass jemand nicht erwacht ist. Ja, bitte. Danach. Ja, Lisa, zuerst du. Der Herr vor dir kommt danach, der dran. Ich jetzt? Ja. Kannst du was dazu sagen, welche Auswirkungen der Prozess des Erwachens auf eine Paarbeziehung hat? Also wenn der Erfahrene kein Mönch, keine Nonne ist, in einer Partnerschaft lebt, wenn das Anhaften nachlässt, Liebe mehr wird für alle Wesen, wie verändert das die Partnerschaft? Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir über das vollkommene Erwachen sprechen, aber über diese jemand, der so diese erste Phase, abschließt und in die zweite Phase eintritt. Das muss sehr schön sein in einer Paarbeziehung. Also jemand hat deutlich weniger Ängste, die Verlustängste tauchen nicht mehr auf, die Notwendigkeit, sich zu bestätigen, all das ist aufgelöst. Ja? Das Ich braucht nicht mehr die übliche Nahrung, Anerkennung und dergleichen. Braucht es dann nicht eine gleichwertige Beziehung beider Partner? Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, mit jemandem so freien umzugehen. Das könnte für den Partner oder die Partnerin dann eine große Herausforderung sein, mit so jemandem zusammenzuleben, der nicht mehr in den den man nicht mehr so gut manipulieren kann. Ja, nicht mehr oder so. Also es kann schon sein, dass wenn es jetzt ein Mann ist, der einen Stromeintritt erreicht, dass er danach dann endlich mal einen Blumenstrauß vorbeibringt. Ja? Das kann schon sein. Ich will nicht sagen, dass das aufhört dann damit. Es kann auch sein, dass er was dazulernt. Mich interessiert nochmal die Frage nach dem Anfangspunkt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ich ja eigentlich, oder fange ich anders an? Ich bin erstmal der Mensch, der ich bin, mit all meinen Gefühlsverwirrungen, mit meinen gedanklichen Konstruktionen, mit den Dingen, die sich ständig wiederholen, die mir auf den Geist gehen oder was auch immer. Aber das nehme ich erstmal als mein Ich, weil das ist sozusagen der Ausgangspunkt, von dem ich ausgehe. So, welches Motiv soll dieses Ich denn nun haben, erleuchtet zu werden, wenn es eigentlich weiß, ja, wenn ich diesen Weg gehe, ist es für mich geschehen. Ja, das treibende Moment, überhaupt sich auf den Weg zu machen. Zumal es ja nicht erleuchtet werden kann. Ja.
Wenn es dann ein Ich gäbe, wäre es ganz schön blöd, wenn das Ich sich so den eigenen Tod bereiten würde. Da es aber kein Ich gibt und die Weisheitsfunktion immer noch dazwischen funkt, trotz aller Ich-Bezogenheit, kommt es zu Erkenntnissen, dass es hier piekst und dort piekst und dass man allmählich merkt, dass Ich-Bezogenheit eigentlich recht unangenehm ist. Das ist einem selber, ja, das ist die Weisheitsfunktion, die das wahrnimmt, gar nicht gut tut. Ja, es ist nicht das Ich, weil es gibt kein Ich. Es ist nicht das Ich, was sich auf dem spirituellen Weg macht, sondern es sind Zustände, wo wir etwas weniger verschleiert sind und etwas klarer sehen, die bewirken, dass wir bestimmte Schritte tun, die dazu führen, dass wir etwas noch tiefer verstehen, uns noch motivierter fühlen, dass wir Erfahrungen machen und die Erfahrungen verstärken die Motivation wieder und so kommt es allmählich zu einem Prozess der Selbstverstärkung. Aus den Erfahrungen speist sich neue Motivation, weiterzumachen in die Richtung. Und das Ganze fängt an mit Momenten, in denen uns etwas klar wird, in denen wir merken, ja, das tut gut und das ist vernünftig, das macht Sinn. Und das ist auch Teil von dem, was wir ja zunächst mal unser Ich nennen. General Butchi, als wir ihn dazu fragten, hat auch einfach mal so geantwortet, hat gesagt, also wisst ihr, das ist das Dharma-Ich, was den Weg geht. Und das andere Ich wird dann weniger wichtig und dann müssen wir auch noch das Dharma-Ich auflösen. Ja, also das spirituelle Ich. Da gibt es zunächst ein Ich, das ist genauso identifiziert wie das Ich, was nicht sich in der Praxis zuwenden möchte, also einem inneren Weg zuwenden möchte. Da gibt es aber andere Anteile von uns, die das durchaus möchten. Und diese Anteile werden stärker und die führen auch zu all den Anhaftung und Abneigung eines spirituellen Praktizierens. Alles das, ja, Teil des Dharma-Ichs. Und andere Anteile lösen sich bereits auf, aber dieses Dharma-Ich, dieses Ich, was da Befreiung erlangen möchte, auch das wird sich dann noch auflösen, wird sich in seiner eigenen Natur auflösen, nicht in irgendwas anderes. Eigentlich im Erkenntnis der eigenen wahren Natur. Diese Fragen über, wie das Ich sich den eigenen Garaus macht, sind gestellt aus der Annahme heraus, als würde es das Ich geben. Ja. Aber das erscheint nur so. Was es gibt, sind diese unglaublich vielen Funktionen, diese Fähigkeiten, aus denen ein Mensch besteht. Der Mensch ist eine Summe von vielen Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind nicht etwas, was ein Ich gepachtet hätte. Es sind frei strömende, fließende Fähigkeiten, die eben die Möglichkeit, die Fähigkeit haben, auf jede Situation sinnvoll zu reagieren. Und dass wir manchmal nicht sinnvoll reagieren, dass wir wie verknotet sind, dass wir wie uns verhindern und gelähmt sind oder überreagieren, das sind all diese leiderzeugenden Muster, die durch diese Extraschlaufen entstehen, wo wir nicht mehr klar sind, wo wir nicht mehr panoramisch wahrnehmen, sondern auf eine Person fixiert und dadurch entstehen die ganzen Schwierigkeiten, die Konflikte mit der Umwelt. Also meine Frage hatte auch noch den Hintergrund, dass ich mit ich eigentlich letztlich, egal wie verkorkst du sein mag, immer noch Handlungsfähigkeit verbinde. Ja. Und bei dem anderen habe ich das Gefühl, ja, was mache ich dann eigentlich noch? Ja, also wie wenn ich ehrlich nicht mehr machen soll. Ja, ja, zum Glück das ist ja dieses Thema, was schon mehrere angesprochen haben. Als wenn die Ich-Bezogenheit sich auflöst, dann ist die Frage, löst sich dann auch die Handlungsfähigkeit auf? Ja, also weil wir das immer so verknüpfen, weil wir Ich und Handlungsfähigkeit verknüpfen. Was sich auflöst, ist die Vorstellung einer festen individuellen Seele, ja, die für all das verantwortlich ist. Es gibt da niemanden, der für all das verantwortlich ist. Das ist die Botschaft der Erwachten. Die Handlungsfähigkeit wird immer größer. Und das beste Beispiel sind die Biografien der Meister oder einfach Meistern zu begegnen und zu merken, wie handlungskompetent die sind. Ja, wie, was für eine große Kompetenz die in zwischenmenschlichen Kontakt haben, welche Kompetenz sie im Einschätzen von Situationen, im Durchstehen und Meistern von schwierigen Situationen haben. Wenn man das merkt, wenn man das
dann kriegt man eine Ahnung davon, wie sehr sich die Handlungskompetenz ausweitet durch die Verringerung der Ich-Bezogenheit. Also ist das wirklich das glatte Gegenteil der Fall von dem, was man befürchtet. Was man aus der irrigen Annahme, aus der Verwechslung von Ich und Handlungsfähigkeit, was man daraus her befürchtet. Und das hat damit zu tun, unter anderem, dass auch heute unsere moderne Psychologie einen ganz anderen Ich-Begriff pflegt. Ja, und das ist nicht dieses Ich gemeint, was sich auflöst. Es ist nicht dieses handlungskompetente Ich gemeint, was sich auflöst. Es ist nicht das gemeint. Es ist die Idee eines fixen, unwandelbaren Selbst gemeint. Eines Ichs, was wie, durch eine Situation durch die nächste geht und wieder durch die nächste und heute und morgen. Und was immer gleich bleibt. Das, was wir meinen, was wir zu verteidigen hätten, wenn wir angegriffen werden, das ist gemeint. Diese Idee, die wir von einem Ich, die wir da verteidigen. Das, was wir meinen, was kaputt gehen könnte, wenn wir sterben, was wir bedroht glauben, wenn der Tod auf uns zukommt. Das, was für das wir eine bessere Zukunft wünschen. Ja, das ist gemeint. Ja, diese innere, wie soll man sagen, ja, dieses vermeintliche Zentrum, das ist gemeint. Waren da ganz hinten vielleicht noch Fragen? Ich hätte es nicht gesehen, wenn Sie da hinten den Arm gestreckt hätten. Da, warum gibt es überhaupt unerwachte Menschen? Also wo fängt das an? Also wenn man sozusagen aus dem Strom ausgetreten ist und wieder eintreten will, warum sozusagen das ausgetreten sein? Also irgendwie habe ich das noch nie kapiert in den ganzen Religionen. Warum gibt es dieses Lernen? Warum muss man da so einen Weg gehen, bis man wieder in so einem Zustand ist, eigentlich dachte, dass das so gedacht ist? Also Gott nah oder ja. Wir könnten eigentlich ständig alle, unser Geist könnte völlig in Gott, in dieser erwachten Dimension aufgehen, wenn wir mal den Gottesbegriff so benutzen, wie Sie den benutzen. Eigentlich sind wir alle erwacht. Eigentlich schon. Aber wo entsteht dann diese Verwirrung oder diese Dichum Rinpoche hat das mal auf eine interessante Art und Weise beantwortet, diese Frage. Wir verheddern uns im Spiel mit den Phänomenen. Und er sagte, durch Unachtsamkeit, indem wir nicht mehr auf das Wesentliche schauen, sondern auf das Unwesentliche. Wenn unser Blick tatsächlich auf das Entstehen und Vergehen einer Erscheinung gerichtet bleibt und darauf, dass sie wie ein Zauberspiel entstehen und vergehen, dann ist das Erwachen da. Aber gibt es da eine Chance, wenn man auf die Welt kommt? Also wie Sie schon gesagt haben, jedes Baby oder Säugling versucht zu begreifen, was anzuwenden, was zu lernen, was aufzunehmen. Also gibt es da irgendwo einen Punkt, wo man die Chance hat, sozusagen von Anfang an diesen Weg zu gehen? Also wenn man jetzt ganz erwachte Eltern hätte, würde man auch sofort erwacht sein? Nach der Pubertät. Diese Geistesströme, die da auf die Welt kommen, die von irgendwoher kommen, ich weiß auch nicht von woher, die sind halt zum großen Teil keine erwachten, vollbewussten Geistesströme, machen einfach so weiter, wie sie es gewohnt sind, anhaften und ablehnen. Wenn sie erwachte Eltern hätten, würden die Eltern diese Tendenzen nicht noch verstärken. Das wäre der Vorteil. Sie würden in dem Kind das Greifen und Wegstoßen von Angenehmen und Unangenehmen nicht noch verstärken. Sie würden beitragen, dass das Kind sich leichter entspannt. Aber dieser Geistesstrom, den wir jetzt Kind nennen, muss genauso lernen wie jeder andere auch, dieses Loslassen einfach zuzulassen, das den natürlichen Geisteszustand zuzulassen. Das muss jeder lernen, warum es dazu gekommen ist, wann das Ganze angefangen hat. Auch darüber hat sich der Buddha immer wieder ausgeschwiegen.
Und die für mich die befriedigendste Erklärung ist, und das kann man im eigenen Erleben nachvollziehen, dass wir wie so spielerisch wie Kinder rumgespielt haben oder rumspielen mit unseren Erscheinungen, aber dann so wie Kinder auch im Spiel, zuerst war es noch ein Spiel, und dann uns verheddern und dann plötzlich gewinnen wollen. Ja, und plötzlich wird es ernst. Und wir haben das Ganze vergegenständlich. Plötzlich ist aus dem Spiel ernst geworden. Und dieser Prozess scheint in jedem von uns stattgefunden zu haben, dass wir plötzlich das Leben unglaublich ernst nehmen und selber mit dem, was da im Geist an Erscheinung auch unglaublich ernst nehmen, zwischen einem Ich und einem anderen unterscheiden, zwischen mir und der Welt eine Trennung aufbauen. Also ist eine schöne Beschreibung, würde ich sagen, die von Dzogchen Rinpoche, dieses sich verheddern im Spiel, die tatsächlich auch ihre Textgrundlage hat, zum Beispiel vom dritten Karmapa. Das ist ein Text, der heißt Sabmonande, in dem dieses sich verheddern im Spiel sehr schön beschrieben wird. Auch der Buddha spricht ständig über dieses Greifen nach den Sinneserfahrungen. Eigentlich ist es nur das, was uns unerwacht macht. Es ist nur das. Es könnte so einfach sein. Es kann jetzt gerade schon ganz anders sein. Ja, bitte. Also da war ja noch ein anderer Aspekt, kann ich vorhin ausführen, die vier Dämonen, die einem am Erwachen liegen. Ja. Das hört sich dann irgendwie an wie so eine feindliche, absurde Sache. Also nicht, dass man einfach mal aus dem Spiel ernst macht und kindlich, sondern da scheinen irgendwie... Ich wiederhole sie nochmal, was der Buddha Maras genannt hat. Und Mara, muss man wissen, ist das, was den Tod bereitet. Mit Mara ist gemeint, das, was zur Stagnation führt, zum Tod. Was das Leben unterbindet. Und dann habe ich ja kurz, ich muss zugeben, sehr, sehr kurz erwähnt, was diese vier den Tod bewirken, die Stagnation bewirkenden Faktoren. Also keine Dämonen, die irgendwo rumtanzen, irgendwelche Lebewesen, die uns Übles wollen. Solche Darstellungen gibt es, aber das hat der Buddha überhaupt nicht gemeint. Gemeint hat er, das ist Kleshamara, die Verhaftung im emotionalen Erleben, die zur Stagnation führt. Weil ich kann mich aus Hass und Begierde und Stolz nicht mehr lösen. Ich bin drin gefangen. Ja, dieses Stagnation. Das, was war, belastet mich, beeinflusst mich so sehr, dass ich für die neue Situation nicht mehr offen bin. Der Buddha bezeichnet das Stagnation. Das ist wie für eine Weile tot sein. Man ist nicht mehr wirklich im Kontakt mit der Welt, sondern völlig gefangen. Das zweite war Skandamara. Das ist die Identifikation mit diesem Körper als mein, als stabil, als ich, mit meinen Empfindungen, mit den Unterscheidungen, mit den verschiedenen Geisteszuständen und mit dem Bewusstsein als mein Bewusstsein. Auch das führt dazu, dass Stagnation sich in jedem der Bereiche abspielt, weil Fixierungen dazu führen, dass ich immer an dem hänge, was, mit dem ich mich jetzt identifiziere und nicht offen bin für das Nächste, für den Fluss. Dann Smriti Mala, die Identifikation mit jemandem, der stirbt oder der sterben könnte. Also die Angst vor dem Tod. Ja, das war der dritte Faktor. Wirkt auch wieder lähmend. Jemand, der Angst vor dem Tod hat, versteht nicht, oder ist nicht, lebt nicht in dem Verstehen, dass Geburt und Tod die ganze Zeit stattfindet und ist wie gebannt oder gelähmt in eine Angst, die im Grunde genommen eine Angst vor dem Leben ist, wenn man es genau sich anschaut, weil Leben beinhaltet ständigen Wandel. Und dieser Wandel wird auch dazu führen, dass es den Übergang gibt, wo der Geist und der Körper sich wieder trennen und dieser Körper zurück. Der Wandel geht weiter. Und da macht das ich-bezogene Bewusstsein ein Drama draus. Als würde da eine irre Gefahr drohen für das Ich im Tod. Ist aber keine Gefahr. Ist einfach der Bewusstseinsstrom, der sich aus diesem Körper löst und weitergeht. Also der dritte, ist die dritte,
dritte Faktor der Stagnation oder wie Tod bewirkt. Und der vierte Faktor war Devaputramara, das heißt genau übersetzt, das ist der Faktor wie der Sohn der Götter, Devaputra, der Sohn der Götter, das ist das Anhaften an Sinneserfahrung, weil die Götter als Beispiel dafür dienen in der indischen Mythologie des Genießens von Sinneserfahrung. Und damit ist gemeint, dass wenn ich eine Sinneserfahrung habe, zum Beispiel einen Klang oder eine Körperempfindung, einen visuellen Eindruck und daran festhalte, dass ich nicht mehr offen bin für den nächsten Sinneseindruck, die nächste Sinneserfahrung. Der Fluss kommt auch zu einem Innehalten, zu einer Stagnation, weil das Bewusstsein wie nachhängt an dem, was vorher war und das wieder haben möchte oder nicht mehr haben möchte, sich damit noch auseinandersetzt, während das Leben schon weitergegangen ist. Und während ich noch festhält, wenn das Bewusstsein noch festhält, ist schon so viel anderes passiert, dass ich nicht mitbekommen habe. Und das nennt man wie, als wäre ich nicht da gewesen. Ja? Ich war noch mit etwas anderem beschäftigt. Dieser Geistestrom war mit anderem belastet, beschäftigt durch Anhaften. Das hat dazu geführt, dass die Erfahrung des Jetzt gerade aktuellen nicht gemacht wurde. Wie, als wäre ich tot gewesen für die Zeit. Das meint der Buddha mit den vier Maras. Ja? Und das wird dann so auch, jetzt haben wir hier, glaube ich, auf dem Bild, das hat mir auf dieser Darstellung von Buddha Shakyamuni, ist nicht der Angriff durch die Maras dargestellt, durch die Dämonen der Sinnesfreuden oder der Todesangst und dergleichen. Das ist nicht hier dargestellt. Manchmal sieht man das so auf Darstellung, wo dann so Pfeile gezeigt werden und tanzende Göttin, die ihn durch die Sinnesfreuden zu verführen suchen. Das sind Symbole für diese vier Faktoren, die zur Stagnation führen. Und Erwachen bedeutet, sich von diesen vieren völlig befreit ist, der Geistestrom völlig befreit ist von diesen vier Faktoren, diesen vier Formen des Anhaftens. Ja, bitte, Sabina. Also ein Buddha haftet nicht am Ich und was wollte ich denn da jetzt fragen? Also genau, da existiert kein Ich mehr, aber ein Buddha, der würde doch schon sich als existent wahrnehmen, oder nicht? Oder davon ausgehend, also sich als existent wahrnehmen. Das wäre die eine Frage. Und die andere, mit dem Gewahrsein, das ist so ein Begriff, der, glaube ich, oft mit Bewusstsein irgendwie synonym gesetzt wird. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass das aber noch was Unterschiedliches ist. Und das Gewahrsein auf jeden Fall weiter umfassender ist und Bewusstsein irgendwie enger ist. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas wahrnehme, zum Beispiel schaue, ohne zu denken, also wirklich rein schaue, ist das dann Gewahrsein oder ist das Bewusstsein? Also deine beiden Fragen, die führen uns jetzt weit. Und wenn ich auf die sorgfältig eingehe, dann sitzen wir hier noch eine ganze Weile. Die erste Frage war die Frage nach der Existenz. Erlebt sich ein Buddha, ein Erwachter, noch als existent? Die Antwort des Erwachten auf diese Frage ist, erlebt sich nicht als existent, erlebt sich nicht als nicht existent, erlebt sich nicht als beides zugleich und erlebt sich nicht als weder existent noch nicht existent. Das sind die vier. Jetzt könnte ich ja einen Punkt machen und sagen, das war's. Da hätte ich es auch ein bisschen leichter. Ich will jetzt nicht in die Madhyamaka-Philosophie hineingehen. Diese sind die vier extremen Sichtweisen, um die es in der
Erfahrung des Erwachens sich auflösen. Diese vier Sichtweisen, die ich jetzt genannt habe, das ist das, was da aufgelöst wird. Sondern ich möchte es versuchen, wenigstens eine Spur, das mit normalen Ausdrücken zu beschreiben. Also ein Erwachter fühlt sich nicht mehr als existent. Damit ist gemeint, dass er oder sie, dieser Geistesstrom, wahrnimmt, dass nichts im ganzen Strom des Erlebens in irgendeiner Weise dauerhaft wäre. Deswegen trifft der Begriff existent nicht zu, weil es nichts Dauerhaftes gibt. Wenn wir den Begriff umdeuten und einfach sagen, okay, existent als etwas nicht Dauerhaftes, dann verbinden wir also etwas Widersprüchliches. Das ist eigentlich paradox, das sozusagen. Wenn etwas, was nicht für einen Moment eine bleibende, dauerhafte Existenz hat, wenn wir das Existenz nennen, ist das ein bisschen komisch. Ja? Also deswegen trifft der Begriff nicht zu, sich oder irgendetwas anderes als existent zu erleben. Gleichzeitig trifft aber auch der Begriff nicht zu, sich selbst oder andere Phänomene als nicht existent zu erleben, weil ein deutliches Erleben stattfindet. Ja? Weil da tatsächlich ein Erleben ist und weil es Dinge und allerlei, wir nennen das immer Erscheinungen oder Phänomene, weil die erfahrbar sind. Da weder das eine noch das andere zutrifft, für sich genommen, könnte man ja sagen, das ist beides zugleich. Aber wenn man zwei Irrtümer miteinander verbindet, entsteht daraus keine Wahrheit. Ja? Deswegen trifft auch die dritte Aussage nicht zu. Und dann bleibt man mit der vierten Aussage, also weder existent noch nicht existent, und die beginnt Sinn zu machen. Die beginnt Sinn zu machen, weil sie im Grunde genommen völliger Blödsinn ist. Ja, es sind zwei Verneinungen. Ja, zwei Verneinungen, weder existent noch nicht existent. Und die deuten auf einen Erfahrungsraum hin, der eigentlich mit dem Erwachen gemeint ist. Jenseits dieses Greifenwollens, dieses Festlegenwollens von ist oder ist nicht. Gibt es nicht. Erwachen bedeutet, und damit kommen wir auch zu dem Gewahrsein, zu diesem zeitlosen Gewahrsein, dass der Geist sich das Bewusstsein, diese wissende Dimension des Geistes, sich befreit hat aus dem Bedürfnis, die Dinge festschreiben zu wollen, als entweder so oder so, und wenn nicht das, dann wenigstens beides zugleich. Dass diese Freiheit entstanden ist, mit dem Paradox zu leben, dass Dinge erscheinen, ohne eine dauerhafte Existenz zu haben. Ja, dass man mit dem Paradox, was wir Erscheinung und Leerheit nennen, dass man diesen Paradox in allen Lebensbereichen leben kann. Dass das Bedürfnis des Bewusstseinsstromes nach klaren konzeptuellen Verhältnissen, dass sich dieses Bedürfnis aufgelöst hat. Dass man die Dinge in ihrer ganzen Nuanciertheit, in ihrer ganzen Feinheit wahrnimmt und so stehen lassen kann, ohne benennen zu müssen. Das ist eigentlich damit gemeint, jenseits der vier Extreme zu gehen. Also, ich glaube, besser kann ich es auch nicht erklären. Ja. Und zwischen Bewusstsein und Gewahrsein ist es so, das sind einfach zwei verschiedene Begriffe, man könnte die im Deutschen auch austauschen. Für Bewusstsein, so wie ich es jetzt in meinen Texten benutze, eine Unterweisung, das sind die sechs Formen des Sinnesbewusstseins, also das visuelle Bewusstsein, das auditive und so weiter, die fünf äußeren Sinne, und dann das denkende Bewusstsein, die Wahrnehmung der geistigen Erscheinung. Und wenn damit ist das Wort Shepa im
Tibetischen übersetzt. Und wenn wir das Wort Gewahrsein benutzen, dann sind das zeitlose Gewahrsein ist das Yeshe, wo dieselbe Silbe She von Erkennen drin vorkommt, aber das zeitlose Gewahrsein, was ein Erkennen der tieferen, ja, der tieferen Natur der Dinge meint. Ja, es ist, wenn wir mit dem zeitlosen Gewahrsein meinen wir ein Gewahrsein jenseits von Zeit und Raum, dieses non-duale Gewahrsein. Und manchmal benutzen wir es auch einfach salopp für Gewahrsein, so wie man es auch sonst im deutschen Sprachgebrauch benutzt. Also es sind feine Unterschiede, die die buddhistische Philosophie hat, unglaublich viele Ausdrücke für die verschiedenen Geistesfähigkeiten. Und wir bemühen uns da allmählich so eine einheitliche Nomenklatur aufzubauen, dass wir zumindest wissen, welches Wort in der Originalsprache dafür benutzt wurde, wenn wir dieses Wort im Deutschen benutzen. Später mehr dazu. Ja, gerne. Dann könnten wir auch hier einen Schlussstrich ziehen.